Die Kleinunternehmerregelung ist eine Regelung, die für viele Gründer und viele Selbstständige wahnsinnig spannend sein kann. Es ist aber auch eine Regelung, über die es so viele Irrtümer und Mythen gibt, wie wahrscheinlich über keine andere steuerliche Regelung. Und weil sich die Kleinunternehmerregelung im Jahr 2025 grundlegend ändert, dachte ich mir, ich nehme das zum Anlass, einfach mal ein gesamtes Video über die Kleinunternehmerregelung aufzunehmen. Das Wichtigste vorab, die Kleinunternehmerregelung ist in § 19 Umsatzsteuergesetz geregelt. § 19 ist nett zu wissen, was aber wichtiger ist, ist der Part Umsatzsteuergesetz. Die Kleinunternehmerregelung bezieht sich nämlich ausschließlich auf die Umsatzsteuer. Die Kleinunternehmerregelung führt dazu, dass du auf deinen Rechnungen keine Umsatzsteuer ausweisen musst und auch keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst und auch keine Umsatzsteuererklärungen abgeben musst. Die Kleinunternehmerregelung hat aber nichts mit der Einkommensteuer oder der Gewerbesteuer oder irgendeiner anderen Steuerart zu tun und auch nicht mit der Verpflichtung, Buchhaltung zu machen und so weiter. Und die wahrscheinlich häufigste Begriffsverwechslung, die es in Gesamtsteuerdeutschland gibt, sind die beiden Begriffe Kleinunternehmen und Kleingewerbe. Das Ganze wird ganz häufig synonym verwendet und nicht nur von Selbstständigen, sondern leider auch von wahnsinnig vielen Webseiten da draußen. Das ist aber grundfalsch. Ein Kleinunternehmen ist eine Selbstständigkeit, die § 19 Umsatzsteuergesetz in Anspruch nimmt und keine Umsatzsteuer ausweist. Kleingewerbe bezieht sich eher auf Regelungen aus dem HGB, also aus dem Handelsrecht, und beschreibt eher Gewerbetreibende, die nicht im Handelsregister eingetragen sind. Am einfachsten und klarsten werden die Unterschiede zwischen den beiden Begriffen bei Freiberuflern, weil Freiberufler sind per Definition ja keine Kleingewerbe, aber sie können die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Deswegen bitte auch bei solchen Details immer klar auf Begriffsabgrenzung achten, weil ihr unter Umständen sonst vom Gegenüber, sei es der Steuerberater oder im Kommentarbereich, einfach eine falsche Antwort bekommt. Aber kommen wir mal zu den Kriterien. Wer darf das eigentlich in Anspruch nehmen? Du darfst diese Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, wenn du im Vorjahr unter 25.000 Euro Umsatz gemacht hast und im laufenden Jahr unter 100.000 Euro Umsatz machst. Das bedeutet, du schaust dir jedes Jahr deine Umsätze an und am 1. Januar eines Jahres, also bevor du den ersten Umsatz gemacht hast, schaust du den Umsatz des Vorjahres an. Und wenn du im Vorjahr unter 25.000 Euro Umsatz lagst, dann darfst du im laufenden Jahr auch noch die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Da werden jetzt ein paar Leute von euch hellhörig und sagen, Moment mal, ich habe gar kein Vorjahr, was mache ich denn jetzt? Dann gilt für dich fürs Gründungsjahr der Umsatz von 25.000 Euro. Das heißt, wenn du in diesem Jahr unter 25.000 Euro Umsatz machst, dann kannst du im Gründungsjahr auch die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Und dann führt diese Kleinunternehmerregelung dazu, dass du mit der Umsatzsteuer nichts zu tun hast. Du weist keine Umsatzsteuer aus, du machst keine Umsatzsteuervoranmeldung, keine Umsatzsteuererklärung. Du hast einfach nichts mit der Umsatzsteuer zu tun. Aber es gibt einen ganz zentralen Nachteil. Und zwar darfst du auf der Kostenseite, also deine Ausgaben, die Rechnung, die du bekommst von deinen Dienstleistern, von deinen Lieferanten und so weiter, da ist in den allermeisten Fällen ja auch Umsatzsteuer enthalten. Und die kannst du dann nicht geltend machen. Weil wenn du keine Umsatzsteuervoranmeldungen abgibst, dann hast du auch keine Möglichkeit, die von dir gezahlte Umsatzsteuer dir irgendwie wieder vom Finanzamt wiederzuholen. Und das ist aber standardmäßig im Umsatzsteuergesetz so geregelt, dass das möglich ist. Wenn dich das ganze Umsatzsteuersystem für Selbstständige in Deutschland interessiert, dann schau dir das Video oben rechts einmal an. Da habe ich einmal ganz detailliert das deutsche Umsatzsteuerrecht genau betrachtet und diese ganzen Grundlagen einmal erklärt. Und jetzt magst du dir vielleicht denken, naja, dann ist die Kleinunternehmerregelung ja gar nicht mehr so attraktiv. Und das stimmt. Und gerade für Gründungen oder für Phasen in der Selbstständigkeit, wo du in erster Linie investierst, also vielleicht erstmal mehr Ausgaben hast als Einnahmen, da ist tatsächlich die Kleinunternehmerregelung finanziell in den meisten Fällen unattraktiver. Und dann kann es durchaus sinnvoll sein, dass du auf diese Kleinunternehmerregelung verzichtest. Das geht nämlich. Diese Kleinunternehmerregelung ist freiwillig. Du musst sie nicht wählen. Wichtig ist allerdings, wenn du unter diesen Umsatzgrenzen liegst und dich bewusst dafür entscheidest, trotzdem Umsatzsteuer abzuführen, dann bindest du dich für 5 Jahre. Das heißt, du kannst jetzt nicht jedes Jahr hin und her wechseln, solange du unter diesen Grenzen bleibst. Und eine ganz häufige Frage, die ich auch in dem Kontext höre, ist, wer darf denn das eigentlich in Anspruch nehmen? Und da gibt es soweit keine Einschränkung. Also du kannst als Freiberufler, als Gewerbetreibender, aber auch mit einer Personengesellschaft, einer UG, einer GmbH und so weiter, die Kleinunternehmer Regelung in Anspruch nehmen. Das heißt, das ist nicht rechtsformgebunden, sondern alle von euch können, wenn sie diese Umsatzanforderungen erfüllen, diese Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen und sich dadurch
Zeit in der Buchhaltung sparen. Und damit kommen wir zu so einer rein praktischen Frage, und zwar, was passiert eigentlich, wenn du diese Umsatzgrenzen überschreitest? Und zwar haben wir ja einmal die Grenze fürs Vorjahr, also da musst du unter 25.000 Euro Umsatz liegen. Das ist relativ logisch, wenn du in einem Jahr mal über 25.000 Euro Umsatz machst, beispielsweise 30.000, ja, dann schaust du am 1. Januar des nächsten Jahres in deine Buchhaltung und siehst, oh, 30.000 Euro Umsatz, also bin ich ab dem 1. Januar des entsprechenden Jahres dann kein Kleinunternehmer mehr. Und dann fängst du an, einfach auf deinen Rechnungen Umsatzsteuer zu schreiben und Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. Doch was ist mit der zweiten Grenze? Denn du musst nicht nur im Vorjahr unter 25.000 Euro bleiben, sondern musst ja auch im laufenden Jahr unter 100.000 Euro bleiben. Was ist dann? Und das hat sich tatsächlich im Jahr 2025 geändert. Und zwar ist alles steuerpflichtig, was über 100.000 Euro hinausgeht. Also du kannst im laufenden Jahr bis zu 100.000 Euro als Kleinunternehmer in Rechnung stellen und die Umsätze, die dann über diese 100.000 Euro hinausgehen, also in meinem Beispiel 20.000 Euro, dafür musst du dann Umsatzsteuer ausweisen. Das heißt, sobald du quasi die Grenze von 100.000 Euro überschreitest, bist du kein Kleinunternehmer mehr, ab dem Tag, dann sofort musst du Umsatzsteuer ausweisen. Und natürlich bedeutet das, dass du quasi tagesaktuell einen Überblick über deine Buchhaltung behalten musst, weil du ja wissen musst, wann du über diese 100.000 Euro rüberkommst. Und deswegen empfehle ich dir auch ein Buchhaltungsprogramm. Das zeigt dir das nämlich immer auf den ersten Blick, ob du drüber oder drunter bist. Ein paar Empfehlungen dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ein paar von euch werden jetzt sagen, ah, das klingt attraktiv, das klingt vielleicht auch attraktiver als früher, will ich machen. Wie mache ich es denn? Ja, wenn du Gründer bist, dann füllst du ganz am Anfang den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus. Und da gibt es ein Feld und da setzt du einmal einen Haken und dieser Haken sagt, ich möchte die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Das ist quasi die Voraussetzung für Gründer, aber du kannst das Ganze auch später machen. Und zwar kannst du das formlos beantragen. Formlos bedeutet, es gibt kein Formular. Das heißt, da reicht eine einfache E-Mail, ein Brief oder unter Umständen vielleicht sogar ein Anruf beim Finanzamt und dann sagst du denen, hier Leute, so und so sehen meine Umsätze aus, ich erfülle die beiden Anforderungen und ich möchte in Zukunft die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Wichtig ist, das geht immer nur zum Jahreswechsel. Also du könntest beispielsweise Anfang 2025 dich beim Finanzamt melden und sagen, so, jetzt würde ich gerne Kleinunternehmer sein. Dann gilt das aber ab dem 1. Januar diesen Jahres dann. Und wenn du dann Kleinunternehmer bist, darüber haben wir ja schon gesprochen, musst du eigentlich nichts mit der Umsatzsteuer machen. Also du schreibst keine Umsatzsteuer auf deine Rechnungen. Kleiner Hinweis für die Rechnungen vielleicht. Du musst nicht nur keine Umsatzsteuer ausweisen, sondern so einen kleinen Hinweistext auf deine Rechnungen aufnehmen. Zum Beispiel kein Umsatzsteuerausweis gemäß § 19 Umsatzsteuergesetz. Oder aber kein Umsatzsteuerausweis wegen der Kleinunternehmerregelung. Irgendwas, das ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, wie du das formulierst. So zwei, drei Sätze schreibe ich dir mal unten in die Videobeschreibung, kannst du einfach rauskopieren. Das ist wichtig, dass du das auf deine Rechnungen schreibst, weil sonst werden deine Kunden unter Umständen sagen, die Rechnung ist nicht ordnungsgemäß und dir dein Geld nicht bezahlen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und dann musst du keine Umsatzsteuervoranmeldung machen, quartalsweise oder monatlich. Du gibst auch keine Umsatzsteuererklärungen ab. Und auf der Kostenseite hast du dann leider auch keine Möglichkeit, die Umsatzsteuerbeträge dir vom Finanzamt erstatten zu lassen. Mit der E-Rechnungspflicht, die ja so zwischen 2025 und 2028 Stück für Stück eingeführt wird, gibt es ja ein bestimmtes Rechnungsformat. Und da haben Kleinunternehmer auch so einen kleinen Vorteil. Und zwar müssen in Zukunft Rechnungen im E-Rechnungsformat ausgestellt werden. Also es müssen eine XML-Rechnung oder eine Zugpferdrechnung sein. Und wenn du keine E-Rechnung oder keine Zugpferdrechnung bekommst, dann hast du keinen Vorsteuerabzug. Das ist natürlich sehr ungünstig für Selbstständige generell. Für dich als Kleinunternehmer kann dir diese E-Rechnungspflicht aber tatsächlich vollkommen egal sein, weil auf deinen Rechnungen ist keine Umsatzsteuer enthalten und tatsächlich beim Rechnungsempfang kann dir das auch egal sein, weil du sowieso keinen Umsatzsteueranspruch hast. Also du kannst dir diese Umsatzsteuer sowieso nicht erstatten lassen. Von daher musst du tatsächlich bei der Rechnungseingangskontrolle in Zukunft auch nicht wirklich darauf achten, ob du jetzt eine X-Rechnung oder eine Zugpferdrechnung bekommen hast, weil die Strafe, die du dann hättest, wäre der fehlende Vorsteuerabzug, den du ja als Kleinunternehmer sowieso nicht hast. Das heißt, die E-Rechnungspflicht, die kannst du erstmal ja eigentlich so ein bisschen ignorieren. Natürlich solltest du das auf dem Schirm haben, weil deine Selbstständigkeit wächst ja vielleicht irgendwann mal. Aber für hier und jetzt kann dir diese ganze E-Rechnungsthematik eigentlich egal sein. Und damit kommen wir zu einer ganz zentralen Frage. Und zwar, für wen lohnt sich eigentlich diese Kleinunternehmerregelung? Ich hatte ja schon angesprochen, in einigen Szenarien ist es finanziell tatsächlich attraktiver, auf diese Kleinunternehmerregelung zu verzichten. Und zwar immer dann, wenn du mehr Ausgaben als Einnahmen hast, weil du dann in erster Linie vom Finanzamt Umsatzsteuerbeträge erstattet bekommst. Aber für wen ist die Kleinunternehmerregelung eigentlich eine gute Lösung? Und da ist es ganz wichtig zu betrachten, wer ist denn eigentlich dein Kunde? Weil wenn du Unternehmenskunden hast, dann ist es denen vollkommen egal, ob du Umsatzsteuer ausweist oder nicht. Weil die
dir wiederum in ihrer Umsatzsteuervoranmeldung die Umsatzsteuerbeträge, die du ihnen in Rechnung stellst, wieder vom Finanzamt zurückholen können. Aber wenn du Endkunden, also Verbraucher als Kunden hast, dann ist das natürlich schon ein Unterschied, weil wenn du dann keine Umsatzsteuer ausweisen musst, dann sind deine Preise einfach niedriger. Und dadurch könntest du entweder günstiger als die Konkurrenz anbieten oder zu gleichen Preisen wie die Konkurrenz, du würdest aber daran mehr verdienen. Aber wenn du deine Selbstständigkeit als Haupterwerb ausführen möchtest, dann ganz ehrlich, Hand aufs Herz, 25.000 Euro Umsatz ist nicht so besonders viel. Dein Gewinn wird ja noch niedriger sein. Und ich gehe mal stark davon aus, dass du deinen Lebensunterhalt nicht lange auf diesem Niveau halten möchtest. So wirklich gut kann man davon nicht leben. Und deswegen ist meine persönliche Meinung, die Kleinunternehmerregelung ist vor allem dann spannend, wenn du erstens nebenberuflich selbstständig bist und zweitens Endverbraucher als Kunden hast. In diesem Szenario ist die Kleinunternehmerregelung eine echte Vereinfachung. Eine Vereinfachung für die Bürokratie, nicht unbedingt eine finanzielle Vereinfachung. Und zum Abschluss dieses Videos möchte ich nochmal auf zwei Besonderheiten eingehen. Und das eine ist eine Steuerfalle. Das haben nämlich ganz viele Kleinunternehmen gar nicht so sehr auf dem Schirm. Denn du hast als Kleinunternehmer nichts mit der Umsatzsteuer zu tun. Das habe ich ja schon zigfach gesagt. Aber es gibt ein Szenario, in dem du als Kleinunternehmer tatsächlich trotzdem Umsatzsteuer zahlen musst. Und zwar ist das immer so, wenn du Kunde eines Unternehmens bist, was aus einem anderen EU-Land kommt. Beispielsweise du schaltest Werbung bei Google oder Facebook oder Instagram, also bei Meta-Konzernen. Google und Meta haben ihren Europasitz in Irland und betreiben aus Irland quasi ihr Europageschäft. Und wenn ich zum Beispiel Werbung auf Instagram schalte oder auf YouTube, dann zahle ich Geld an ein irisches Unternehmen. Und dieses Szenario bedeutet Reverse Charge und in dieser Konstellation führt es tatsächlich dazu, dass ich als Kunde mich um die Umsatzversteuerung kümmern muss. Das heißt, ich muss in Deutschland tatsächlich Umsatzsteuer abführen. Das ist mir vollkommen egal, wenn ich umsatzsteuerpflichtig bin in Deutschland, weil ich diese Umsatzsteuer auf diese Beträge, die ich an Google gezahlt habe, zwar abführen muss, aber ich habe ja zum gleichen Zeitpunkt auch einen Vorsteuerabzug. Das heißt, letztendlich rechne ich einmal plus 190 Euro, minus 190 Euro und das bezahle ich dann. Also null. Als Kleinunternehmer hast du aber keinen Vorsteuerabzug. Du musst aber trotzdem die Umsatzsteuer abführen. Das bedeutet, wenn du 1.000 Euro Werbung schaltest auf YouTube, musst du tatsächlich auf diese 1.000 Euro noch 19% Umsatzsteuer zusätzlich ans deutsche Finanzamt abführen und hast keine Möglichkeit, dir diese 190 Euro wiederzuholen. Ich habe dieses ganze Thema schon mal in einem separaten Video ganz Schritt für Schritt betrachtet und dir gesagt, was du da jeweils machen kannst. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Hier an dieser Stelle ist nur ganz wichtig, wenn du Geschäfte machst im EU-Ausland, dann sei bitte ganz vorsichtig. Gerade dann, wenn du Kunde bist, weil es kann tatsächlich dazu führen, dass da Steuern anfallen, obwohl du ja eigentlich nichts mit der Umsatzsteuer zu tun hast. Und jetzt drehen wir den ganzen Fall mal um. Du bist der Dienstleister, also das Unternehmen und hast einen Kunden aus dem EU-Ausland. Und wenn du da solche Reverse Charge 13b Umsatzsteuergesetzfälle hast, dann hast du da keinerlei Sorgen mehr, weil deine Umsätze fallen immer unter die Steuerbefreiung der Kleinunternehmerregelung. Das heißt, du musst dich nicht mit dem Thema Reverse Charge und so weiter beschäftigen. Aber es gibt ja andere Szenarien trotzdem, wo du im Ausland Umsätze machst. Und das war tatsächlich in der Vergangenheit gar nicht mal so einfach. Das Schöne ist, dass ab 2025 diese Kleinunternehmerregelungen EU-weit sehr, sehr ähnlich sind. Das heißt, du kannst auch in anderen Ländern die Kleinunternehmerregelungen in Anspruch nehmen. Zumindest, wenn du im Vorjahr unter 100.000 Euro Umsatz im Gemeinschaftsgebiet gemacht hast. Das heißt, es gibt nicht nur eine deutsche Kleinunternehmerregelung, sondern auch eine österreichische, eine dänische, eine französische und so weiter. Und du kannst dann tatsächlich Umsätze in anderen Ländern ausführen, ohne dass du dich damit beschäftigen musst, wie du denn in diesen anderen Ländern Umsatzsteuer ausführst. Tatsächlich gibt es diese Problematiken ganz häufig, zum Beispiel beim Dropshipping und so weiter. Das heißt, du kannst jetzt auch quasi EU-weit Kleinunternehmerregelungen in Anspruch nehmen. Wichtig ist da, dass du dich dafür registrierst. Da kriegst du nämlich so eine Kleinunternehmer-Identifikationsnummer vom Bundeszentralamt für Steuern. Und du musst deine Umsätze dann tatsächlich auch quartalsweise melden. Das hier alles zu erklären, sprengt den Rahmen dieses Videos ein kleines bisschen. Wenn das für dich spannend ist, dann schreib mir mal gerne einen Kommentar unter diesem Video. Dann nehme ich mal ein Video auf, nur für internationale Geschäfte als Kleinunternehmer. Aber auch wenn du sonst Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video mit deinen Fragen und ich helfe dir gerne weiter. Und wenn du jetzt auf der Suche bist nach einem Buchhaltungsprogramm, um deine Umsätze zu monitoren, einem Geschäftskonto, einem Steuerberater, was auch immer, findest du alle meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung. Es lohnt sich übrigens auch, diesen Kanal zu abonnieren, denn wenn es mal irgendwelche gesetzlichen Änderungen wieder geben sollte, zum Thema Kleinunternehmerregelung und so weiter, erfährst du das hier immer als erstes. Meine Empfehlung findest du noch einmal hier und ansonsten schau dir einfach ein weiteres Video auf diesem Kanal an. Da gibt es wirklich, wirklich viel zu entdecken. Zum Beispiel das hier oder das hier.